Herzlich willkommen hier beim Swiss Knife Man auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal das Victorinox Ranger Grip 78 an. Ein cooles Messer von Victorinox, gerade für den Bushcraft-Bereich, sehr interessant. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Victorinox Ranger Grip 78 hat hier eine große Klinge, Einhandklinge. Es gibt das Ganze auch noch als Zweihandversion. Wir haben hier eine Klingenlänge bis zum Griff gemessen von 9,4 cm. Eine effektive Schneide von 8,5 cm. Und wir haben eine Klingendicke hier von knapp 2,5 mm. Die Klinge verriegelt mit einem Linerlock, der ist hier sehr gut zu erkennen, vorne, welcher durch diesen Knopf hier im Victorinox-Logo, wenn man den eindrückt, dann wird hier dieser Linerlock zur Seite gedrückt und dadurch kann ich die Klinge schließen. Genau. Das nächste Werkzeug hier dran ist die Säge. Die ist sehr schön und groß. Damit kriegt man also auch relativ dicke Stöcke durch. Wie gesagt, sehr interessant für den Bushcraft-Bereich. So als Backup-Messer. Hat auch einen scharfen Klingenrücken. Damit kann man sehr gut einen Firesteel anreißen. Jo, machen wir gleich weiter. Dann haben wir hier einen klassischen Flaschenöffner mit Schraubendreher und Drahtbieger. Jo, dann haben wir auf der anderen Seite natürlich den Dosenöffner, der funktioniert sehr gut mit dem kleinen Schlitzschraubendreher. Auf der Rückseite haben wir hier noch einen Kreuzschraubendreher. Brauche ich glaube ich nichts zu sagen, funktioniert sehr gut, passt in die meisten Schrauben rein. Und dann haben wir natürlich noch eine Näh-, Stech- und Bohrahle hier. Auch die im Bushcraft-Bereich mehr als sinnvoll, um irgendwelche Löcher in Holz reinzumachen oder mal ein Loch in Leder oder so. Sehr praktisch. Und dann haben wir hier drüben noch den obligatorischen Zahnstocher und die Pinzette. Jo, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen und jo, bis zum nächsten Mal.